Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Opening eines Storm of Ragnarok Displays. Yes! Endlich, nach all den Jahren, wo wir immer wieder ein paar random Booster davon mit am Start hatten, machen wir endlich mal auch das Display auf, gleich als First Edition. Bisher haben wir nur eine Special Edition davon aufgemacht und wie halt gesagt, ein paar random Booster. Und sogar einmal mit ganz viel Glück sogar aus einer Tin Random eine sehr, sehr gute Karte aus diesem Set gezogen. Bisher in der Laufbahn von Storm of Ragnarok. Es ist das vorletzte Set von 5Ds und noch Extreme Victory kam danach und dann begann auch schon die Seal- oder Sechsel-Era. Und dieses Set hat einige interessante Karten. Bei den Super Rares zum Beispiel verbotene Lanze. Bei den Ultra Rares haben wir zum Beispiel den legendären 6 Samurai Shien, sowohl als Ultimate als auch als Ultra. Und bei den Secret Rares haben wir unter anderem halt auch Max C. Und ich bin gespannt, was wir daraus ziehen. Oldschool Display, habe ich schon richtig Bock drauf aufzumachen. Also so oldschool ist es noch gar nicht. Es ist noch das 2011, aber mittlerweile ist es auch schon wieder ein bisschen lange her, ne? Schon 6 Jahre her. Schauen wir mal rein. Max C wäre natürlich, ja, wäre zwar eine ziemlich coole Karte, die wir ziehen. Aber man kann nicht alles haben. Schauen wir mal. So, steigen wir ein und fangen mit der rechten Seite an und gucken mal, was da drin ist. Oh yeah, wow. Glaubst du, man fragt einfach wirklich dieses Display mit den Boostern, die super einfach aufzumachen sind. Barriere Resonator, Weil und Materie, Nadelball, Sternstaubphantom als Rare und direkt als Super Rare, Wurmking. Warum heißt der Wurmking und nicht Wurmkönig? Ich weiß, dass im Englischen Wurmking heißt. Warum heißt der King im Deutschen? Okay, erste Super Rare, sehr cool. Damals waren halt nur noch keine Super Rares garantiert. Daher, upsala, einmal gegen die Kamera gehauen. Sehr schöner Pull schon mal zum Einstieg. Schwarzflügel, Brisote, der Rückenwind, Schwarzauftrieb, Wattmaulwurf und Tiki Seele. Gut, dann kommen wir auch direkt zum zweiten. Zack, zack, zack. Karakuri Goldstaub, Nullkraft, 6er Angriff, Dreifachschlag, Göttlicher Wind aus dem Nebeltal, Schrottwurm als Rare, nordischer Aszendent Mimir, Wattschlüssel, Odins Auge und nordische Reliquie Levatine. Natürlich passend die Asen hier, die ganzen nordischen Ungeheuer hier, sehr, sehr viele Supportkarten mit drin, sehr viele Main-Deck-Karten und auch Extra-Deck-Karten hier mit drin zu diesem entsprechenden Themendeck sind hier mit am Start, daher seht ihr auch vieles davon hier mit drin. So, wir haben Tiki Fluch, legendärer 6 Samurai Shinai, Barriere-Resonator, nordischer Elf Ljolsalf, symphonischer Krieger Klavier. Ich weiß gar nicht, war das erste Set, wo symphonische Krieger rauskam oder gab es schon ein paar vorher? Ich weiß das nicht ganz. Auf jeden Fall hatten wir letztens, ich glaube Raging Tempest war das oder Invasion Vengeance? Ne, Raging Tempest glaube ich, da hatten wir ja noch 2 Pendelmonster, die mit zu quasi diesem Themendeck dazugekommen sind. Interessantes Deck, ich glaube... Die haben jeden Tuner einmal, von 1 bis 4 haben sie einen Tuner mit am Start und unter anderem halt auch Klavier hier mit am Start. Shiens Knappe, Götterdämmerung, Karakuri Ninja Nummer 919 Quick und Wattmaulwurf, auch ein bisschen Support für Watt. Die haben ja noch weiteren Support, glaube ich, noch in Generation Force oder Phone und Shockwave bekommen. Also ich weiß gar nicht, war das das erste Set, wo sie rausgekommen sind? Ich bin mir da nicht sicher. Schrotthai, 6er Angriff, Dreifachschlag, Nullkraft, Schwarzflügel, Kalima, der Dunst. Natürlich, Schwarzflügel müssen immer am Start sein. Shiens Draufgänger als Rare. Und dann haben wir als Super Rare Tempel der 6, die Feldzauberkarte der 6 Samurai. Ist eine interessante Karte. Ich glaube, sie wird eher spielbarer, wenn deren verbannte Karte mal wieder zurückkommt. Das Portal, dann hat man hiermit noch eine weitere Karte, die Zielmarken sammeln kann, was ziemlich gut ist. Interessante Karte, aber bisher noch nicht wirklich so stark im Meta, beziehungsweise in allgemeinem 6 Samurai Meta vertreten, beziehungsweise in 6 Samurai Deckbuilds. Legendäre 6 Samurai Mizuhu, Wurm Illidan und schwarze Flügel Brisode der Rückenwind. Ich glaube, in diesem gesamten Set, alle Schwarzflügel, die hier drin sind, sind nicht wirklich spielbar. Also die sind nicht wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kagemusha, der 6 Samurai, das ist eine sehr, sehr gute Common, sehr, sehr guter 6 Samurai Tuner. Karakuri Wachhund Nummer 313 Seisan, auch eine sehr, sehr gute Empfängerkarte, weil sie vor allem mit ihrem Braido oder Bray, ich weiß gar nicht, welcher von beiden, vielleicht auch beides, die können ja noch aus dem Deck specialen und als weiteres Synchromaterial nutzen. So kann man das in vielen Erdmaschinen-Decks kombinieren. So Karakuris kann man damit reinwerfen für ein paar sehr, sehr coole Plays. Schrotthai, Spielmarkenansturm, Wattbarsch als Rare. Dann haben wir Blutsauger, nordische Reliquie Levatine, Odins Auge und Karakuri Geldspeicher, deren Search-Karte ein bisschen langsam ist. Ich hoffe, das war die Search-Karte. Cash, Cash. Wenn ich mich noch gut an den Eugen erinnere, wie er als er das Deck erklärt hatte. Göttliche Reliquie Mjölnir, kosmischer Kompass, Resonatormaschine, nordische Reliquie Brisingamen, Musakani Magatama.
Eine interessante Karte für 6 Samurai, eine gute Konterfallenkarte, ein bisschen abhängig davon, dass etwas zerstört wird. Aber man muss eigentlich auch nur das Monster kontrollieren, weil sobald ein Effekt aktiviert wird, das irgendwas zerstören würde, dann wird es auch schon aufgehalten, was ziemlich cool ist. Muss man gucken, je mehr zerstörungslastiger das Meta ist, desto besser ist die Karte, weil sie halt alles Mögliche auffallen kann, auch irgendwas, was Zauber- und Fallenkarten zerstört oder auch nicht 6 Samurai, solange man halt einen offenen 6 Samu kontrolliert, was ziemlich cool ist. Legendäre 6 Samurai Misuho, Tirade des Tyrannen, Sanduhr des Mutes. Ich weiß gar nicht, die war schon uralt, die hat hier, glaube ich, einen Import gekriegt, 91 müsste eigentlich ein Import sein. Ist eine uralte Karte, ist aber auch, glaube ich, hier kein Shortprint drin, weil das erkennt man alleine schon im Artwork, weil das noch richtig dieses Oldschool-Artwork hat. Ich glaube, die hat auch noch ein, zwei Gegenparts, glaube ich, als Normalmonster oder so. Wurm-Jet-Ellipse. Sagt mir mal in den Comments, wie man das ausspricht. Spricht man den Wurm Jet Eclipse aus und ignoriert einfach, dass das L hier vorm I und K ist, oder ist es wirklich Jet-Ellipse? Oder spricht man das P stumm aus? Elixe? Ich habe keine Ahnung. Dieser Name ist absoluter Zungenbrecher. Karakuri Wachhund Nummer 313 Seisan, Nadelball. Yeah, interessanter Flip-Effekt. Nordische Reliquie Draupnir, Spielmarkenansturm, nordischer Elf Dwerg als Rare. Dann haben wir ein nordisches Ungeheuer Garmer. So wie wir ihn früher mal ausgesprochen haben, wenn wir das Opening gemacht haben. Karakuri-Ninja Nummer 919 Quick, Schwarzauftrieb und Tiki-Seele. Sehr gut. Bisher nur 2 Supers aus schon mehr als einem Viertel der rechten Seite. Bisschen mager. Nullkraft, Kagemusha die 6 Samurai, Weilon Materie, Resonatormaschine, Schrottwurm als Rare. Und dann haben wir als Super Rare nordischer Aszendent Valkyre. Ich glaube, das ist eine der besseren nordischen Empfängermonstern, weil sie halt. Wow, die hatten auf jeden Fall einen Missprint. Das sieht man hier richtig, richtig stark. Ich weiß nicht, kann das fokussieren hier? Ja, der kann es fokussieren. Man hat hier überall solche kleinen Tropfen von der Karte, die ein bisschen durchsichtig ist und dann, ja, der Super-Ray-Effekt quasi mehr oder weniger dadurch geht, was ein bisschen merkwürdig aussieht. Einer der besseren Tuner von denen, die, glaube ich, auch gebraucht werden für eine von denen. Ich weiß nicht ganz genau, aber jeder der göttlichen Ungeheuer da von den Asen braucht einen spezifischen Tuner, glaube ich, sogar per Namen muss der sein und ich glaube, sie ist einer davon als Super-Rare. Tirade des Tyrannen, schneller Läufer und ernste Autorität. Schnelle Läufer fand ich damals voll witzig, das war eigentlich ein ziemlich cooler Empfänger. Ich habe den damals ausprobiert gehabt, als ich mit Yugi wieder eingestiegen bin. 2012 habe ich zusammen mit Goblinberg gespielt, einfach Goblinberg Normal Summon, Effekt, Spezialbeschwöre, schneller Läufer und dann direkt Synchro für den Stardust Dragon. Das fand ich eine ziemlich gute Kombo damals. Oh Gott, ich bin alt. Göttliche Reliquie Mjölnir, Schwarzjugel, Kanima der Dunst, Chiens Komplott, Cyberschild. Oh ja, das ist auch eine Karte, die ein Import ist, die so uralt ist, also die Karte, die halt Harpien 500 Angriffspunkte gibt, Alter. Ich frage mich, warum das so lange gedauert hat, die aus Japan zu importieren, aber das kann man allgemein auch zu den ganzen noch übrigen Karten sagen, die immer noch nicht bei uns erschienen sind. Shiens Rauchzeichen, sehr, sehr gute Rare. Der Searcher für 6 Samurai, Stufe 3, 6 Samu oder niedriger vom Deck der Hand hinzufügen. Wäre schön, wenn es Stufe 4 wäre. Ich glaube, Stufe 4 wäre deutlich sinnvoller fürs Deck gewesen als nur Stufe 3. Damit ist man wirklich ein bisschen eingeschränkt auf ja, Kagiki oder irgendein Tuner. Im Stufe 4 wäre das schon deutlich flexibler. Ich hätte auf jeden Fall nicht das Ding mit ohne Levelbeschränkung rausgebracht. Ohne Levelbeschränkung wäre es ein bisschen gaga, dass man sich halt auch irgendwie die anderen gut. Teilweise gibt es ja einige gute, die auch hochlevelig sind, die über Stufe 4 sind, die man da spielen könnte, aber es wäre halt nice, wenn man den Kisern noch leichter suchen könnte. Den als Rare. Blutsauger, Nordischer Aszendent Mimir, Spielmarken-Eiscreme und Wattschlüssel. Und zum nächsten. Da haben wir Karakuri Wachhund Nummer 313 Saisan, Nordische Reliquie Brisingamen, Karakuli Gold. Karakuli. Cooler Kuli. Karakuri Goldstaub, göttlicher Wind aus dem Nebeltal, Doppelkrieger als Rare. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Sehr schön für Junk-Doppel-Warrior, Junk-Junk-Decks allgemein. Sehr gute Kombination mit Gerümpel-Synchronisierer. Wenn er irgendwas aus dem Friedhof holt, kommt der mit aufs Feld. Kann man mindestens 5er machen oder für andere Synchro-Plays gehen. Wenn man einen Level-1-Empfänger zum Beispiel raus, kann man für einen 5er gehen, was zum Beispiel Tiki-Hübe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 
Der Knappe wäre interessant gewesen als Empfänger für das Deck, wenn er erstens 6 Samurai im Namen hätte, damit er suchbar ist. Und zweitens, wenn er ein Monster nicht nur durch Kampfzerstörung, sondern allgemein durch Zerstörung schützen würde für den Spielzug, was sehr, sehr geil wäre für einen Sheehan, um ihn zu retten. Aber dass man ihn nur, von der Hand auf den Friedhof abwerfen kann, wenn er kämpft, ist ein bisschen schade. Naja, okay, wir haben bisher 3 Supers, weder eine Ultra, Ulti, und theoretisch auch eine Ghost drin. Das wäre auch interessant. Nordische Reliquie, Draupnir, 6 Angriff, 3 Verschlag, 0 Kraft, Hoffnung auf Entkommen. Eine Karte, die beliebt ist bei Decks, die alternative Siegesbedingungen haben, wie zum Beispiel Exodia oder auch irgendwelche Burn-Decks, glaube ich, können das ganz gut spielen. So, aber vor allem Exodia, es gibt so einige Exodia-Varianten, die dann sich schnell damit Exodia zusammenziehen können. Da haben wir als Secret Rare die goldenen Äpfel. Quasi der zweite, ist das der zweite oder der erste Effekt? Ich glaube, das ist quasi der zweite Effekt von Gords, wenn er sich spezial beschwört, wenn er durch Kampf zerstört wird, kriegt man ein Token, was die Größe oder die Menge von Angriffspunkten hat und Verteidigungspunkten, glaube ich, anhand des Schadens, den man durch Kampf bekommt. Macht quasi das gleiche, beschwört halt so ein Token direkt raus, aber als Fallenkarte. Ja, und ich glaube, dann kriegt man auch die Lebenspunkte auch wieder zurück. Das heißt, man hat quasi keinen Schaden geschluckt, mehr oder weniger. Ist jetzt. Ist interessant. Hat nie wirklich abgehoben. Hat mittlerweile schon einige Reprints, vor allem in Battle Packs, bekommen für so ein bisschen Draft-Playing. Ist auf jeden Fall ein witziges Artwork, weil es eigentlich ein ganz normaler Apfel ist, der halt ein bisschen golden ist. Aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann sieht man hier so in dieser Krümmung so ein bisschen. Das kann man halt als auch Augen interpretieren und das als einen riesengroßen Maul mit Zähnen nach oben, der hier lacht. Das kann man so auf zweier Art und Weisen sehen. Das finde ich ziemlich cool. Nordisches Ungeheuer, Garmer, Spielermarken, Eiscreme, Tiki Seele und ernste Autorität. Haben wir bisher überhaupt irgendeine Shortprint gezogen? Hier sind halt Shortprints Majo, Chaleon, Yaksha, Xixanghu, Replika und wie heißt das Ding nochmal? Terminalwelt drin. Da haben wir, glaube ich, keine davon gezogen bisher. Nordische Elf, Yolsalf, legendäre 6 Samurai, Shinai, Tiki-Fluch, Askese der 6 Samurai. Sehr, sehr gute Rare-Karte. Vor allem, weil jetzt 6 Samurai in Japan mittlerweile mit einem neuen Set Support bekommen haben. Wann dieses Set bei uns rauskommen wird, wissen wir nicht. Ich würde so vermuten, dass es wahrscheinlich so im November sein wird, so wie allgemein auch so die letzten Jahre so High-Speed Riders rausgekommen ist oder wie war das Dark-Lord-Set, was wir da hatten. So ungefähr um die Zeit können wir vorstellen, dass es dann kommt mit 9-6 Samurais und da ist die Karte vor allem ganz cool, weil man ein bisschen mehr neue Targets reinbekommt, die man damit spezial beschwören kann. Eine sehr, sehr schöne Karte für das Deck. Und dann haben wir als Ultra-Rare das Cover-Monster. Odin, Vater der Asen. Sehr cool. Und sie braucht nordischen Aszendent-Empfänger. Das ist nordischer Aszendent auf jeden Fall. Nicht komplett spezifiziert, aber ist auf jeden Fall eins der Materialien, die man dafür benutzen kann. Als Ultra-Rare, den gibt es auch noch als Ulti hier drin. Ist da auch die Ghost? Ich glaube, der ist auch die Ghost hier, oder? Das wäre. Warte mal, ich kann hier nochmal direkt nachgucken. Er ist auch die Ghost. Ich habe hier auch direkt daneben nochmal das Fenster auf zum Set, falls ich nochmal was anschauen möchte. Okay, auf jeden Fall haben wir 5 von der rechten Seite. Das passt eigentlich. Eigentlich ganz gut. Wir haben noch eine Ultra, eventuell noch Ulti und noch 2 Super Rares drin. Ulti sind ja ein bisschen eher garantiert als bei den Sets, die ab Light. Was war das? Judgment of the Light gekommen sind. Bin mal gespannt, was der Rest denn sein wird. Wurm Illidan, Schirnsknappe, legendäre 6 Samurai, Misuhu und Götterdämmerung. Theoretisch können wir noch so zwischen 3 bis 5 Holos erwarten, je nachdem, wie gut dieses Set jetzt halt auf der linken Seite noch ist. Also am Ende ist das jetzt doch schon ganz schön stark auf der rechten Seite geworden. 6er Angriff, Dreifachschlag, Schrotthai, legendäre 6 Samurai, Shinai, nordisches Ungeheuer, Guldfaxe. Und, da haben wir einen Elementarhelden in 5Ds, Elementarheld Eiszacke. Ich glaube, der ist aus dem, nicht aus dem Anime, sondern aus dem Manga. Soweit ich mich recht entsinne. Und ist hier dann bei uns rausgekommen. Eine Karte, die nicht wirklich viel Play gesehen hat, aber schön, dass wir sie dann halt wenigstens im Real Game haben. Hätte vielleicht nicht unbedingt super rare sein müssen, oder man hätte sie vielleicht damals vor allem zu dem Zeitpunkt auch eher in die Legendary Collection GX, also in die Legendary Collection 2 eher packen können. Blutsauger, Wattmaulwurf, nordisches Ungeheuer, Garmer und nordische Reliquie, Levertine. Okay. Ich glaube, die Shortprints sind hier extrem short. Spielmarken an Sturm, sehr cool. Barriereresonator, Sheerns Komplott, göttliche Reliquie Mjölnir. Und dann haben wir übermächtiges Auge als Rare. Schwarzflügel, Brisote, der Rückenwind, Spielmarken, Eiscreme, Wattschlüssel und Karakurininja Nummer 919 Quick. Sehr quick, die ganze Karte. Dann haben wir nordische Reliquie Brisingamen, 6 Angriff, Dreifachschlag. Von denen haben wir schon ganz schön eine Menge gezogen. Legendärer 6 Samurai, Shinai, Nadelball. Nordisches Ungeheuer, Tangnos.
Tangjostir, glaube ich, wird ausgesprochen als Rare. Boah. Ernste Autorität, Götterdämmerung, legendäre 6 Samurai Misuche und Schwarzauftrieb. Ich glaube, Schwarzauftrieb hat nochmal einen Common Reprint in der Legendary Collection 5Ds bekommen. Netter Fun Fact am Rande. Vylon Materie. Ein bisschen Support auch für die Hidden Arsenal-Themendecks hier, zum Beispiel Vylons. Interessant, weil eigentlich sind die meisten Karten halt Holos draus, Super Rare oder Secret, weil sie halt in den Arsenal sind. Hier sind Common dabei. Cyberschild, Schwarzvögel, Kalima, der Dunst, Karakuri-Wache und Nummer 313 Seisan. Shiens Draufgänger als Rare. Shiens Knappe. Na, fallt langsam, meine kleinen Commons. Nordischer Ascendant Mimir, Spielmarken Ice Game und Nordische Reliquie Levatine. Eine weitere Secret werden wir da wahrscheinlich nicht ziehen. Die garantierte Verteilung für eine Secret Rare war 1 zu 24, also ein, dass man 1 aus 24 Boostern zieht. Das haben wir quasi. Nullkraft, Tiki-Fluch, Nadelball, kosmischer Kompass. Die Karte finde ich sehr, sehr interessant. Ich fand die damals ziemlich cool, aber ich wusste nicht, was man damit machen kann. Wenn man ihren Effekt liest, ist es ja sehr interessant. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du eine Anzahl Kompass-Spielmarken bis zu Anzahl Monster, die den Gegner kontrolliert, als Spezialbeschwörung beschwören. Mit diesen Spielmarken konnte man vorher nichts anfangen, aber heutzutage im Link-Format, wenn der Gegner, sagen wir mal, 5 Monster kontrolliert, man beschwört den, kriegt aus einer Karte auf einmal 5 Link-Materialien aufs Feld. Finde ich sehr interessant. Und er ist halt auch in Stufe 1, er ist theoretisch auch suchbar durch einige Karten. Was war das? Warum bist du zum Beispiel? Du hast Spezialbeschwörung aus dem Deck. Leider triggert er nicht auf die Spezialbeschwörung. Wenn er auf die Spezialbeschwörung triggern würde, glaube ich, fast jeder den spielen. Sehr, sehr interessante Karte. Könnte eventuell noch in Zukunft Potenzial haben. Sternstaubphantom als Rare. Karakuri Geldspeicher, Blutsauger, Wurmjet. Eclipse nenne ich ihn jetzt einfach. Nordisches Ungeheuer. Garmel. Göttlicher Wind aus dem Nebeltal, Shiens Komplott, Nordische Elfeljölsalf, Resonate-Maschine, Wattbarsch als Rare. Und dann haben wir als Super Rare. Yes! Die einzige Super Rare, die ich eigentlich aus diesem Set unbedingt mal haben wollte. Verbotene Lanze, jetzt mal selbst gezogen in First. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Bisschen schade, dass sie nicht wie Verbotener Kelch Ultra und Ulti ist. Verbotener Kelch ist Ulti, schon ziemlich cool. Habe ich leider nicht. Pavona landet so wenigstens der Super Rare. Zusammen mit Kelch die meistgespielte Karte eigentlich. Kelch ist ja jetzt momentan sehr beliebt geworden mit Zodiacs und so. Vorher eher weniger gespielt worden, aber eine meiner lieblingsverbotenen Karten. Lanze war oft immer eine sehr gute Utility-Karte. Das Kleid war kurzzeitig wegen Übelschar interessant, aber sonst nicht wirklich stark gespielt. Und das Skript spielt eh kein Schwein. Als Super Rare, sehr cool. Und ins Auge, Wattschlüssel und Karakuri Nummer 919. Quick. Karakuri Goldstaub, Shiens Komplott, Spielmarkenansturm, Kagebusha der 6 Samurai, Shiens Rauchzeichen, sehr cool, wenn wir Playset rausziehen, wird das geil. Götterdämmerung, Karakuri Geldspeicher, Wurmilidan und Nordisch Aszendent Mimir. Ich würde gleich nochmal die Comments durchgucken. Ich muss doch irgendwie ein paar Shortprints übersprungen haben. Nordische Reliquie, Brisingamen, Majushaleon, bam, da haben wir doch mal einen. Der ist cool. Es gibt ja den Oshaleon, glaube ich. Der ist, boah, Ancient Prophecy, Shining Darkness, irgendwie so. Dann gibt es den Majushaleon und dann gibt es auch noch den Majushaldan aus Legacy of the Valiant, wo er wieder als kleiner, als Oshaleon drauf ist. Das ist eine kleine interessante Story, die so nebenbei geführt wird. Und ich glaube, die sind fast alle Shortprint gewesen. Vielleicht der originale Oshaleon, vielleicht nicht. Finde ich sehr, sehr cool, sehr cool. Endlich mal eine Shortprint. Schrotthai, Schwarzflügel, Kalima der Dunst, übermächtiges Auge als Rare, legendäre 6 Samurai, Mizuho, schneller Läufer, Kopie von Xingsenhu und Sanduhr des Mutes. Hier, yeah, auch die nochmal drin. Ist schlechter als Xixenhu, weil man nur eine gesetzte Zauberkarte wählen kann. Aber im Gegensatz zu dem originalen Xixenhu kann der Gegner sie nicht unchainen. So ähnlich wie mit nächtlicher Strahl muss man aber auch aufpassen. Wenn er eine andere Karte zum Anketten hat, kann er trotzdem anketten. Sehr cool. Obwohl, warte mal, Karten und Effekte können nicht in Reaktion auf die Aktivierung dieser Karte aktiviert werden. Okay, Moment. Wir spulen nochmal zurück. Das, was ich gerade gesagt habe, ist falsch. Man kann allgemein nichts drauf unchainen. Das heißt, das ist eine Superpoly fürs gesettete Karten. Huh. Interessant. Nicht mal selbst kann man unchainen. Wow. Okay, dann ist sie ja doch. Ja, doch. Vielleicht, ja, doch besser als das originale Xixenhu, weil dort kann man sie halt noch unchainen, wenn sie halt schon länger lagen. So kann man sogar längst gesettete Karten einfach festnageln, sehr cool. Nadelball, Resonator-Maschine, Tiki-Fluch, kosmischer Kompass, Nordischer Champion Tyr als Rare, Odins Auge, Ernste Autorität, Schwarzflügel, Besote der Rückenwind und Tirade des Tyrannen. Okay. Auch eine interessante Karte gegen Effekt-Monster-Decks. Ich glaube auch wieder so ein bisschen Spielspaß für so
einige interessante Normal-Monster-Decks, göttliche Wind aus dem Nebeltal, Spielmarkenansturm, Weil und Materie. Hoffnung auf Entkommen ist rare sehr, sehr früh, denn wir haben noch als Ultra-Rare Karakuri Muso Nummer 818 Hyper. Hyper, Hyper. Ding, 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 ding. Scooter mit am Start. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich gespielt wurde. Er hat gute Stats für eine Stufe 4, aber ich kann mir vorstellen, dass er einen negativen Karteneffekt hat dazu. Auf jeden Fall haben wir unsere 8 Holos. Eine Ulti wäre nochmal eine wunderschöne Abrundung zum Schluss. Wurm, Jet Eclipse, schneller Läufer, Wurm, Illidan und Wattschlüssel. Aber wir haben auch nur noch 2 Packs, also das wird jetzt dann richtig tight. Puh, Kagemusha der 6 Samurai, sehr schön. Legendäre 6 Samurai, Shinai, Shiens Komplott, Nordische Reliquie, Draupnir, Schwarzflügel, Boreas, der Winterwind als Rare, Karakuri, Geldspeicher, Sanduhr des Mutes, oder des Muts, Spielmarken, Eiscreme und Nordisches Unheil, Garmer! Und das letzte Pack. Bitte noch eine Ulti, bitte noch eine Ulti. Das würde man sofort gespoilert sehen, deswegen halte ich direkt meinen Arm, meine Hand drumherum. Wir haben Cyberschild als kommen, Schwarzflügel, Kalimer der Dunst, Göttliche Reliquie, Mjölnir, Nordische Elf, Jölsalf als kommen, Nordische Reliquie, Gungnir als Rare. Und dann haben wir, keine Ulti, schneller Läufer, Karakuri Nummer 919 Quick, Götterdämmerung und Ernste Autorität. Ich würde kurz aufräumen, dann sehen wir jetzt im Recap wieder. Bis gleich. Bei den kurz gedruckten Karten hatten wir diesmal ein sehr, sehr geiziges Set am Start. Wir haben nur die Kopie von Xi, Xen Hu und Majo Chaleon gezogen. Terminalwelt oder Yaksha sind uns leider diesmal ferngeblieben. Dann kommen wir zu den Rares. Da haben wir einiges an nordischen Monstern gezogen. Einen Schwarzflügel, 2 Schiens Draufgänger, 2 Barsche, einen Klavier, 2-mal das Phantom, 2-mal den Schrottwurm und 1-mal den Doppelkrieger. Bei den coolen Rares Richtung 6 Samurai haben wir unter anderem die coole Askese und 2-mal Schiens Rauchzeichen, was schon ziemlich cool ist. 2-mal übermächtiges Auge, 1-mal den Gungnir, 1-mal Magatama und 2-mal Hoffnung auf Entkommen, damit wir unsere coolen Troll-Deck spielen können. Und dann kommen wir auch zu den Holos. Reguläre Ausbeute, 8 Holos, relativ mager auch von den Coolness-Faktor der Karten, aber ich sag mal, war trotzdem ganz schön. Wir haben einmal Elemental Eiszacker als Super Rare, einmal den Wurmking, warum er immer noch den englischen Zweitnamen hat, keine Ahnung. Nordischer Aszendent Valkyrie, Tempel der 6, sehr cool. Und mein persönliches Highlight eigentlich aus dem Opening, die verbotene Lanze, Super Rare, finde ich sehr, sehr schön, selbst gezogen. Die wird auf jeden Fall zukünftig in den Decks gespielt werden, falls ich mal eine spiele wieder. Karakuri Muso Nummer 818, Hyper, Hyper. Und dann haben wir bei den weiteren Ultra Rares noch einen Odin, Vater der Asen. Einmal die Coverkarte ohne Missprint, das sah ein bisschen komisch aus. Und dann haben wir als Secret Rare einmal The Golden Apples, die goldenen Äpfel. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Opening dieses schon etwas älteren Sets mittlerweile gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis dahin, tschüssi.